Hallo und herzlich willkommen zu Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Es geht endlich weiter im Share and Grow Podcast. Und zwar wollen wir uns im Oktober einem ganz besonderen Thema widmen, nämlich psychischen Erkrankungen. Ich möchte einfach mal darüber sprechen, wie psychische Krankheiten bzw. Störungsbilder definiert sind und vielleicht auch heute mal so ein bisschen erklären, wie es überhaupt dazu kommt, dass sowas diagnostiziert wird, welche Rolle dabei Social Media spielt. Und in den folgenden Folgen werde ich mir immer Expertinnen und Experten an die Seite holen, die sich unseren, also meinen und euren Fragen widmen, weil ich bin Psychologin, keine Psychotherapeutin. Das heißt, ich habe in meinem Alltag nicht mit Störungsbildern zu tun und möchte deshalb von Fachleuten die Fragen beantworten lassen, die wir alle haben. Wichtig ist mir, vor jeder Folge eine Triggerwarnung auszusprechen. Deshalb tue ich das auch vor dieser, dass es eben um Störungsbilder psychischer Art geht und dass du dich vielleicht hier und da angesprochen fühlen kannst. Das nur als Info vorab. In den sozialen Medien werden das Thema mentale Gesundheit und auch psychische Erkrankungen immer mehr thematisiert und das finde ich natürlich total gut. Weil der Vorteil davon ist, dass beispielsweise eine Entstigmatisierung psychischer Störungen stattfinden kann, wodurch wiederum mehr Leute darüber sprechen, sich trauen, Hilfe zu suchen, Störungsbilder bekannter werden etc. Aber, wie so alles im Leben, hat auch das zwei Seiten. Natürlich hat die Aufarbeitung von psychischen Störungen in den sozialen Medien ihre Schattenseiten. Wir müssen uns einfach mal Folgendes vor Augen führen. Instagram und Co. sind keine wissenschaftlich basierten Informationsseiten und kurze Videos reichen nicht aus, um ein Störungsbild ausreichend zu erklären und zu thematisieren. Was dann natürlich noch dazu kommt, ist, dass die Algorithmen von solchen sozialen Plattformen es potenziell extrem mögen, die mögen es potenziell dramatisch und die mögen es gerne überspitzt. Und das verleitet natürlich dazu, für Aufmerksamkeit und Likes Themen anzusprechen, über die man vielleicht gar kein Wissen hat. Und dann stolpert man über Reels, wie zum Beispiel in meinem Fall letztens, in denen Situationen oder Anzeichen von bestimmten psychischen Störungen geschildert werden. Häufig, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, von ADHS. Und da werden teilweise Kriterien aufgezählt, die so einfach nicht in Zusammenhang mit irgendwelchen Erkrankungen stehen. Also ich habe bei manchen Kriterien noch nie davon gehört oder gelesen, dass die irgendwie in Zusammenhang mit zum Beispiel ADHS stehen. Und da werde ich natürlich als Psychologin hellhörig und da will ich gar nicht wissen, wie hellhörig man da wird, wenn man im Arbeitsalltag als Psychotherapeutin zum Beispiel sogar viel mit ADHS zu tun hat. Manchmal sind bei diesen Erklärungen auch Anzeichen dabei, ich sag mal Symptome, die jeder von uns irgendwann mal im Leben hat und erlebt. Und das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass wir zum Beispiel eine Social Anxiety haben. Um das mal kurz hier beispielhaft zu erklären, was mir da so begegnet in der Welt des Internets, die ja wirklich eine Welt für sich ist, kann man sagen. Kürzlich habe ich ein Reel gesehen, in dem geschildert wurde, dass so eine Art Happy Dance oder Happy Shake, den man macht, nachdem man den ersten Bissen eines super leckeren Essens gegessen hat, dass das ein Zeichen einer sozialen Angststörung ist. Das muss mir jetzt mal jemand erklären. Also ich persönlich freue mich auch mega, wenn ich Hunger hatte und dann was Leckeres esse oder wenn ich beispielsweise was gekocht habe, wo ich viel Zeit reingesteckt habe und dann schmecke ich das ab und es schmeckt tatsächlich gut. Und dann kann es auch mal sein, dass ich so meine Schultern ein bisschen hin und her shake. Ihr seht mich jetzt nicht. Ich mache das jedes Mal intuitiv, wenn ich darüber spreche. Einfach aus Freude und ich habe definitiv keine soziale Angststörung. Und das ist natürlich ein Video, das kann absolut in die falsche Richtung losgehen, wenn das Menschen sehen, die vielleicht selber eine soziale Angststörung haben oder Menschen, die sich da auf einmal online selbst diagnostizieren, weil sowas verbreitet wird. Wir merken uns also, Instagram, TikTok etc. sind nicht die besten und vertrauenswürdigsten Quellen, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Natürlich helfen sie der Entstigmatisierung und sind auch bis zu einem gewissen Grad gut für das
Verständnis psychischer Erkrankungen, aber sie sind eben nicht die besten Apps, um sich über psychische Störungen zu informieren, weil es natürlich so ist, wie bei vielen, vielen Seiten im Internet, dass dort selbsternannte Expertinnen und Experten oder auch HobbypsychologInnen rumlaufen und die dann häufig leider falsche Informationen oder einfach unzureichende Informationen liefern. Es kann ja schon ausreichen, dass eine Information einfach in Teilen richtig ist, aber zu wenig Kontext geliefert wird, als dass sie richtig angewendet werden kann. Und das führt dann tatsächlich so weit, und das finde ich vollkommen verständlich, dass sich Menschen, die tatsächlich unter einer psychischen Störung leiden, die dort vielleicht gerade angesprochen wird, dass sie sich nicht mehr ernst genommen fühlen, wenn sie solche Videos sehen, oder dass das dazu führt, dass diese Menschen in ihrem Freundeskreis nicht mehr ernst genommen werden, wenn sie solche Videos sehen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass auf einmal in irgendwelchen Freundesgruppen oder so irgendwelche Diagnosen vorgenommen werden aufgrund eines 15-sekündigen Reels, und das ist tatsächlich ganz schlimm, weil das kann ganz, ganz viele Folgen haben. Und weil mir das Thema natürlich am Herzen liegt und du jetzt so ein bisschen siehst, woher das Ganze rührt, möchte ich mit einigen Dingen aufräumen. Zum Beispiel möchte ich mal darüber sprechen heute, was denn psychische Störungen überhaupt sind und wie so eine Diagnosestellung abläuft oder wie sie vielleicht auch nicht abläuft. Und dazu direkt mal der Hinweis von mir: Ferndiagnosen sind nicht erlaubt. Das heißt, wenn das jemand im Internet macht oder anbietet, dann ist das unprofessionell und unseriös, und dann kannst du da direkt abschalten. Fangen wir ganz basic an. Was ist denn überhaupt die Definition einer psychischen Erkrankung? Und da habe ich einfach mal die Definition der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, herausgenommen. Psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Psychische Störungen stellen Störungen der psychischen Gesundheit einer Person dar, die oft durch eine Kombination von belastenden Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen und Beziehungen zu anderen gekennzeichnet sind. Und Beispiele für solche Störungen sind Depressionen, Angststörungen, Verhaltensstörungen, bipolare Störungen und Psychosen. So, das mal kurz ganz basic zu Beginn zur Definition. Jetzt möchte ich ganz kurz mit dir auch über die Häufigkeit, also die Prävalenz, sprechen. Psychische Störungen sind wirklich eine der größten Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der europäischen Region der WHO, weil sie unter anderem die dritthäufigste Ursache für die allgemeine Krankheitslast nach Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen sind. Die geschätzte Prävalenz, also Häufigkeit, das ist der Psychologiebegriff für Häufigkeit oder der wissenschaftliche Begriff. Die geschätzte Prävalenz psychischer Störungen in der europäischen Region der WHO im Jahr 2015 betrug 110 Millionen, also entsprechend 12% ihrer Gesamtbevölkerung. Wenn man jetzt noch durch Substanzmissbrauch bedingte Störungen mit reinnimmt, dann erhöht sich die Zahl auf 15%. Und wenn man dann noch neurologische Störungen wie Demenz, Epilepsie, Kopfschmerzsyndrome etc. mit reinnimmt, dann erhöht sich das auf 50%, was wirklich wahnsinnig viel ist. Die häufigsten psychischen Erkrankungen oder Störungen in der europäischen Region der WHO sind einmal Depressionen und dann an zweiter Reihe direkt die Angststörung und oder beziehungsweise Angstzustände. Fangen wir erstmal damit an. Und das ist genau der Grund, warum ich auch in diesem Monat jeweils zwei Personen eingeladen habe, mit mir einmal über Depression und einmal über das Thema Angst zu sprechen, weil das einfach nicht mein täglich Brot ist und ich da natürlich nicht in nicht genau das machen möchte, was ich gerade beschrieben habe, was andere Menschen auf Social Media machen. Ich möchte, dass Experten über diese Themen sprechen und berichten. Und deshalb habe ich meine Fragen gesammelt und eure und werde die an entsprechende Stelle weiterleiten. Was ich euch als Psychologin aber erklären kann, ist, wie eine Diagnose einer psychischen Erkrankung abläuft. Und zwar mit Hilfe von sogenannten Klassifikationssystemen. Zu den weltweit am meist verbreitesten Klassifikationssystemen gehören einmal das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz DSM. Das ist von der American Psychiatric Association.
Und dann das zweite Instrument ist das International Classification of Mental and Behavioral Disorders. Das ist der ICD und das ist von der Weltgesundheitsorganisation. Also die beiden großen Klassifikationssysteme, die so am weitesten verbreitet sind und genutzt werden, ist einmal der DSM und das ICD. Das ist schon mal wichtig, diese beiden Abkürzungen zu kennen. Bei beiden handelt es sich um symptomatologisch deskriptiv orientierte Klassifikationssysteme. Das heißt, wie bei einer körperlichen Erkrankung auch, werden Symptome und Auffälligkeiten aufgezählt in diesem Klassifikationssystem, von denen eine bestimmte Anzahl erfüllt sein muss, um die Diagnose zu stellen. Die Klassifikationssysteme sind also Grundlage für wichtige Behandlungsentscheidungen, weil durch die Diagnose natürlich auch die Behandlung beeinflusst wird. Aber sie wurden in den letzten Jahren vor allem für ihren sehr kategorialen Ansatz kritisiert, als so, dass halt ja sehr in einer Kategorie gedacht wird. Um ein Beispiel zu nennen, ab 5 von 10 Kriterien ist eine Diagnose erfüllt, also beispielhaft gesagt. Was ist dann mit den Personen, die 4 von 10 Kriterien erfüllen und total darunter leiden, die also keine Diagnose bekommen, aber trotzdem ja Unterstützung, also im besten Fall Therapie benötigen? Und durch diese Kritik entwickelt sich alles eher weg von dem Ansatz der Diagnose erfüllt ja oder nein, Therapie ja oder nein, hin in Richtung eines dimensionalen Ansatzes. Das heißt, dass psychische Störungen eher als Kontinuum begriffen werden und einfach gesagt werden kann, bei manchen ist es stärker ausgeprägt und bei anderen eben schwächer. Und das spiegelt sich mehr und mehr, sowas entwickelt sich ja auch in den Klassifikationssystemen wieder. Und das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, damit eben alle Menschen Unterstützung erfahren, hoffentlich irgendwann. Das heißt, anhand eines Gesprächs können Psychotherapeutinnen schon vermuten, welche Diagnose vielleicht im Raum stehen kann und dann mit gezielten Fragen diese Symptome aus diesem Klassifikationssystem abfragen. Und das kann in extra dafür vorgesehenen Diagnosesitzungen passieren. In manchen Fällen, gerade bei unklaren oder auch sehr komplexen Fällen oder Störungsbildern, kann die Diagnosestellung mehrere Stunden, Tage und Sitzungen dauern. Und da siehst du schon, es ist mit einem Posting oder einem Reel nicht getan. Natürlich kann ich mithilfe dieses Mediums aufklären, aber eben nicht diagnostizieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gerade bei einer schwerwiegenden Diagnose wie einer Persönlichkeitsstörung, zum Beispiel Borderline oder narzisstische Persönlichkeitsstörung, ist eine sorgfältige Diagnose wichtig, eine sorgfältige Diagnostik. Und die geht auch wirklich dann über einen langen Zeitraum. Und in der Regel ist man auch vorsichtig mit solchen Diagnosen. Gerade bei Kindern ist man mit einer Diagnosestellung besonders vorsichtig, weil sich psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter teilweise anders äußern als bei Erwachsenen und dadurch nicht immer klar zuzuordnen sind und eine Diagnose im jungen Alter natürlich auch einen riesigen Einfluss auf das Leben des Menschen haben kann. Früh eine Diagnose zu bekommen, kann für das Kind selbst extrem belastend sein. Und dann natürlich auch, wenn das Umfeld das mitbekommt, belastend sein, weil leider auch immer die Gefahr besteht oder ein hohes Risiko besteht für sozialen Ausschluss. Und das wirkt sich natürlich auch auf die berufliche Zukunft bzw. auf die Chancen dieses Menschen aus. Neben Gesprächen gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten zur Diagnosestellung. Und da kommt natürlich das Wort ins Spiel, was man häufig mit der Psychologie in Zusammenhang bringt, nämlich Fragebögen. Fragebögen werden natürlich auch sehr, sehr gerne eingesetzt, denn die Fragen hier basieren auf den Kriterien der Klassifikationssysteme und sind oft auch noch mehr an Alltagssituationen und gezeigte Verhaltensweisen orientiert. Der mit am häufigsten eingesetzte Fragebogen ist der SCID-Fragebogen und alleine diesen auszufüllen dauert in der Regel über 2 Stunden. Also du merkst schon, Diagnose ist nicht mal eben zwischen Tür und Angel getan. Um Störungen und die dadurch entstehende Beeinträchtigung zu quantifizieren, werden auch Fragebogen wie zum Beispiel der BDI, also das Beck's Depressionsinventar, verwendet. Also es gibt ganz unterschiedliche Fragebögen und da wird dann ausgewählt von
den jeweiligen Therapeuten und Therapeutinnen, was sinnvoll ist, abzufragen. Vielleicht nochmal so generell gesprochen, eine psychische Störung kommt tatsächlich selten alleine. Oftmals leiden psychisch kranke Menschen an mehr als nur einer Störung. In der Psychologie heißt das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer Störungen Komorbidität. Und das ist tatsächlich nicht alles, denn psychische Störungen beeinflussen die häufigsten nicht übertragbaren Krankheiten und werden wiederum von diesen beeinflusst. Das heißt, sie können Vorläufer oder auch Folge chronischer Erkrankungen sein, wie zum Beispiel von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder auch einer Krebserkrankung. Und Risikofaktoren für diese Krankheiten, wie zum Beispiel schädlicher Alkoholkonsum, sind auch wiederum Risikofaktoren für psychische Störungen und verknüpfen daher beides eng miteinander. Du merkst also, Diagnostik ist tatsächlich ein sehr wichtiger und vor allem ein sehr umfangreicher Bestandteil der psychologischen Ausbildung und wahnsinnig wichtig, damit später die Behandlung auch entsprechend angepasst stattfinden kann. Soziale Medien helfen also dabei, um das mal hier zusammenzufassen, vielleicht mehr Transparenz für psychische Störungen zu schaffen. Dabei darfst du aber, wenn dir etwas online begegnet, nicht alles auf die Goldwaage legen, was du so hörst und siehst. Psychische Störungen sind ernsthafte Erkrankungen und sollten unbedingt auch ernsthaft abgeklärt werden und behandelt werden. Wenn du also bei dir den Verdacht hast oder bei anderen, dass eine Störung vorliegen könnte und es dir nicht gut geht, dann such dir auf jeden Fall umgehend Hilfe. Ich packe die Anlaufstellen auch nochmal in die Shownotes. Es gibt zum Beispiel Rufnummern von der Telefonseelsorge, bei denen Erkrankte und Angehörige Soforthilfe bekommen. Das sind teilweise Hotlines, die 24 Stunden erreichbar sind, anonym und kostenlos. Und mittlerweile wird dort auch eine Mailberatung, eine Chatberatung oder auch eine Vorortberatung angeboten. Es gibt auch extra muslimische Seelsorgetelefone, falls das für dich eine Relevanz hat. Dann gibt es ein Infotelefon zum Thema Depression von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Da gibt es bestimmte Uhrzeiten, zu denen du dort anrufen kannst. Das packe ich auch mit in die Shownotes, genauso wie natürlich die Telefonnummern. Und dann gibt es auch verschiedene Seiten, die dir dabei helfen können, Psychotherapeutinnen zu finden und zu suchen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass eine saubere und ausführliche Diagnosestellung stattfindet, weil das hat eine große Priorität, weil die Diagnosen natürlich auch entscheidend für die Behandlung später sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit heute. Ich freue mich über dieses Thema, weil es für mich eine hohe Wichtigkeit hat, zu zeigen, dass es bei solchen Themen wie psychischen Erkrankungen nicht um Klicks oder Likes und Aufmerksamkeit gehen sollte, sondern tatsächlich um die Aufklärung. Und deshalb freue ich mich sehr auf die drei Gespräche, die folgen. Wir werden über Depressionen sprechen, wir werden über Angst sprechen und wir werden über Suchterkrankungen und die Begleiterscheinungen sprechen. Und die Expertinnen und Experten werden auch teilweise mit mir darüber reden, wo es vielleicht noch politische Unterstützung braucht, weil, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, ist das Thema, einen Therapieplatz zu bekommen, natürlich ein ganz großes und heiß diskutiertes. Und die, die darunter leiden, sind die Menschen, die akut Hilfe benötigen. Ich freue mich auf diese Gespräche. Ich freue mich, wenn du da dabei bist und zuhörst und wir uns auch darüber austauschen und du von deinen Erfahrungen berichtest. Und dann möchte ich noch von einer Initiative kurz berichten, die ich dir auch in die Shownotes packe, und zwar Therapieplätze jetzt. Eine liebe Freundin von mir, die Lea, hat das mit anderen Menschen ins Leben gerufen und dort kannst du, falls du Erfahrungen hast mit der Therapieplatzsuche oder in Therapie oder Psychotherapeutin oder Therapeut bist, deine Erfahrungen teilen und mit dieser Umfrage dabei helfen, hoffentlich das Thema Therapieplätze für alle voranzutreiben. Genug von mir. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer du diese Folge gehört hast. Willkommen zurück beim Share and Grow Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam in den Herbst und in den Winter starten. Ich freue mich auf alle Themen, die anstehen. Ich habe wunderbare Sachen für dich vorbereitet, gemeinsam mit meinem Team, und wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen. Share and Grow, deine Muriel.